Jetzt hat. Wir sind kurz davor, an so einen Bach zu gehen, glaube ich. Ich bin schon so hyped, wirklich. Schon so hyped? Ja. Schon so hyped wie jetzt. Das ist so ein Bach und da gibt es irgendwie so ein Loch oder so, wo sich das Wasser sammelt und da drin können wir chillen. Jacuzzi als Naturversion und halt eiskalt, weil es Gebirgswasser ist. Naja, gut. Mal schauen, wie es aussieht. Kurzes Outfit-Update, Freunde. Der Grund, warum ich gerade hier so hinten dranhänge, ist, weil ich einfach mit Flipflops laufe. Ah ja, ein normaler Weg. Also normal. Verhältnismäßig normal. Juhu. Wartet, Freunde! Oha! Das ist eine schöne Aussicht hier. Schöne Terrasse, muss ich schon sagen. Tödliche Terrasse, aber schöne Terrasse. Wir sind einfach gerade eben da hoch auf diesen. Warte, ich zeige euch das mal kurz. Bis hier hoch geklettert. Und das ist einfach so lebensmüde. Vor allem, weil das nur für 5 Sekunden nice Aussicht ist und dann kann man wieder runtergehen, weil die Steine sind viel zu heiß, um da drauf sitzen zu bleiben. Es ist eh Saustein, man kann sich kaum hinhocken. Aber es war es trotzdem wert. Nur total lebensmüde. Ich hätte ihn natürlich gerne mitgenommen, aber. Nee, Mann. Too risky. Und jetzt chill ich in der Sonne. Du müsst euch mal die Chips-Tüte geben. Paul meinte gerade eben, dass es allein vom Druck sein kann, wenn man mit dem Auto den Berg hochfährt, dass dann Chips-Tüten platzen, weil die Druckveränderung einfach so krass ist hier. Habe ich das korrekt ausgedrückt, mein Freund? Weil der Luftdruck halt in der Tüte größer ist, glaube ich, als... Der Druck auf der Tüte ist kleiner. Ja, und dadurch, weil die Luft halt dicker ist in der Tüte drin, dehnt sie sich aus. Und bumm. Bumm. Physik mit Paul. Das ist übrigens unser Jacuzzi hier. Da in dem immer noch Hanna und Rainer chillen. Das ist ein Whirlpool. Ist nur echt ziemlich recht. Ach genau! Und was ich unbedingt noch zeigen muss, was wir hier nämlich hinter mir sehen können. Hier gibt es sau viele Schmetterlinge. Es ist, als ob der Berg in uns verliebt ist oder so. Paul meinte vorhin, das ist, weil anscheinend die Erde und so feucht ist von dem Gebirgswasser, dass die alle zum Trinken kommen. Auf jeden Fall fett schön noch zum Anschauen eigentlich. Jetzt sind es leider lange... Okay, ja, man sieht es gerade gar oder fast keine. Genau hinter sieht man ein paar, die fliegen auf der Dächer rum. Und als wir zurückgekommen sind, macht es noch viel mehr, weil da waren die eben ungestört. Zurück. Andi ist immer noch so stolz auf den Schmetterling. Erzähl mal, was hast du gesagt, du hast Parfüm drauf gemacht? Ich hab Parfüm drauf, weil ich gucken wollte, weil es so süß ist. Und es sind Schmetterlinge zu mir gekommen. Ja, wir strahlen jetzt wieder zurück zur Hütte. Warte mal, mein neues Die beiden Mädels werden dann in der Hütte chillen und wir fahren nochmal in die Stadt ein paar Sachen besorgen. Ja, von daher würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Freunde, ich bin jetzt gerade erst aufgestanden. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, ehrlich gesagt. Wir haben 5:45. Ich bin gerade nur wach geworden, weil ein Handy neben mir geklingelt hat von einem Kumpel, der immer noch nicht seinen Wecker ausgeschaltet hat. Dieses Mal bin ich ihm sogar dankbar. Aber nur für diesen Morgen, Paul. Nur dadurch wurde ich jetzt wach genug, um zu checken, yo, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Also eigentlich schon, aber hier im Gebirge ist sie halt noch nicht aufgegangen. Und deswegen dachte ich, oh, geh mal raus, weil das total idyllisch ist. Meine Freunde schlafen gerade noch. Und außerdem, ich bin gerade rausgekommen und sehe, dass hier ein Reh vorbeigerannt ist. Die machen voll witzige Geräusche. Weißt du, dass das Reh war?
Berg hoch, so den Bergsee. Und du suchst bestimmt die ganze Zeit hier irgendwie meine Nasenlöcher oder so, gell? Nee, ich hab gerade den Bass gesehen. Achso. Und jetzt tun, also die anderen tun gerade den Nudelsalat preparen. Die anderen arbeiten. Hanna, was machst du gerade? Ich schneide diese Honigmelone. Ja, das machst du gerade. Eigentlich gar nicht. Probiert. Ich wollte so helfen und irgendwie werde ich nicht gebraucht anscheinend, deswegen. Wo ist Fred? Da hinten, hinter der Bank. Ich glaube, er ist kamerascheu. Guck Leute, ich steige gerade aufs Dach. Das Dach ist nämlich lit, man kann nämlich draufklettern. Das ist eine absolute entspannte Angelegenheit. Und ich habe mir auch echt eine traumhafte Aussicht. Da sind noch ein paar andere Hütten. Eine wahre Gratwanderung hier. Oh, ich habe einen Fred gefunden. Da ist Fred. Okay. Upsala. Knappe Angelegenheit. Jetzt gehen wir mal wieder rein. Mal schauen, was die anderen gemacht haben. Wir haben jetzt nämlich noch eigentlich einen kleinen Trip zu einem See vor. Wenn man da hochgeht, da kommen dann so drei Bergseen. Die habt ihr bestimmt mal bei den Drohnen-Shots vom Timmy gesehen. Und da wollen wir baden drin. Da habe ich mit der Hanna das gemacht, dass wir reinspringen, ohne irgendwie davor das Wasser zu testen. Einfach direkt reinspringen. Das wird wahrscheinlich sehr kalt werden. So, liebe Fellows, das war's wieder mit dem aktuellen Update. Johannes, du darfst das Outtake machen. Oder macht ihr mal, beide macht das Outtake. Hey, 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 h